Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tbaut 2, bei The Book of Unwritten Tales 2. Ja, wir haben jetzt eigentlich soweit, wir haben den Trank gebraut, wir haben den Spiegel befragt, wir müssen jetzt irgendwie hier von dieser unheiligen Insel runterkommen, von der Elfeninsel, wissen aber nicht genau wie, weil niemand mit uns sprechen will. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Ja, wie wir hier wegkommen vielleicht. Wie kommt er denn weg? Frag ihn doch mal, wie er immer wegkommt. Können wir ihm vielleicht noch irgendwas können wir ihm vielleicht Regenwürmer geben? Scheint sogar zu klappen. Brauchst du ein paar dicke, fette Würmer, die für dich den Boden auflockern? Danke, hab genug. Ich züchte sie in meinem Topf. Ja, da haben wir sie auch her, als wir in deinen Hinterlassenschaften gegraben haben. Können wir ihm vielleicht, ich weiß gar nicht, die erschrocken haben wir ihm schon, aus dem Buch vorgelesen haben wir schon, die Schaufel will er nicht, das Bild zeigen geht nicht, Kerne, Angel, gießen können wir auch nicht, können wir ihm vielleicht den schicken Hut zeigen. Hä? Setze die Mütze des Meisteranglers auf. Wir haben die Mütze des Meisteranglers schon auf. Sollte ich tatsächlich einen Bug entdeckt haben, liebe Entwickler? Ich habe die Mütze schon auf, aber kann sie aufsetzen. Ich setze sie mal auf. Aha, jetzt habe ich sie auf. Und jetzt kann ich sie absetzen. Ah, und jetzt setze ich sie wieder auf. Aber zeigen kann ich sie nicht. Ich kann dann den Gegenstand nicht aktivieren. Das ist einfach ein indirekter Gegenstand. Mit dem können wir also nichts machen. Ergo können wir ihn auch nicht zeigen. Wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir einen Topf voll Gold. Zumindest meinte das... Cheep, cheep, cheep. Und mit den Eltern kann man ja auch nicht quatschen, ne? Ich lasse sie arbeiten. Ja. Diese Sache mit der... Ja, und der Vater weiß bestimmt auch nichts mehr. Vielleicht kann man denen irgendwas geben, aber die Mutter ist eh beschäftigt. Und der Vater, mit dem kann man nur quatschen. Mehr nicht. Du, Papa? Ja, Spätzchen? Er leuchtet... Oh, ach, guck mal. Alles andere als schick. Sie muss also sehr nützlich sein. Sie macht mich zur Meisteranglerin. Oh, das hättest du auch werden können, wenn du ein paar hundert Jahre geangelt hättest. Jetzt hat dich die doofe Mütze all des Spaßes beraubt. Die ist nicht doof. Das ist meine Lieblingsmütze, weil es meine einzige ist. Guck dir mal dein komisches Gestrüpp da oben im Kopf an. Das ist auch nicht viel besser. Ich hab keine doofe Mütze, die ist super. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Okay. Bis später, Vater. Der Vater hilft uns auch nicht unbedingt weiter. Mit den Eltern können wir nicht reden. Der Mondteich ist hinfort. Den haben wir schon abgeschrüpft sozusagen. Wir brauchen kein Mondwasser mehr. Jetzt gehen wir wieder runter. Und wir haben eigentlich nichts. Wir haben den Teich haben wir hier. Wir haben die glückliche Weide. Ich gehe nochmal ganz kurz rein. Ich frage nochmal ganz kurz das Vögelchen. Hier können wir auch nichts mehr machen, ne? Schwertständer können wir drehen bis zur Besinnungslosigkeit. Das Angelbuch haben wir schon gelesen. Medizinbuch haben wir schon gequatscht. Da oben können wir nur draufklicken. Cheep Cheep können wir vielleicht noch die Würmer anbieten. Vögel fressen Würmer. Hey Cheep, möchtest du ein paar Regenwürmer? Ja, fette, saftige. Ich sollte ihn nicht weiter ärgern. Cheep ist Vegetarier und Feinschmecker. Würmer sind für ihn nicht verlockender als für mich. Was heißt denn Feinschmecker? Sind Würmer nicht wohlschmeckend? Ich habe noch ein paar Sonnenblumenkerne. Magst du? Kann ich mir vorstellen, dass dir die ganze Sache auf den Magen geschlagen ist? Ja, das kennen wir ja schon. Und mir erst. Ja, wir stehen das. Ja, ja, ganz zusammen. Das machen wir auf jeden Fall. Okay, der will das Ding also nicht. Fette Regenwürmer, können wir den vielleicht noch was vorlesen? Nee, das können wir nur mit dem Gnomen vorlesen. Können wir den vielleicht nochmal erschrecken? Antröten? Nein, ich habe ihm heute schon genug angetan. Cheep kann anstrengend sein, aber wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich immer auf ihn verlassen. Na gut, dann eben nicht. Ich habe noch ein paar... Nein, er will keine Sonnenblumenkerne, verstehst doch, Mädchen. So, er will penetrant keine Sonnenblumenkerne, Karaffe können wir ihm da auch nicht als Mütze anbieten, das geht auch nicht. Vielleicht Schilf für den Vegetarier, auch nicht. Vegetarier essen gerne Schilf, das weiß man doch. Die warten durch den Sumpf und das ist wie so ein kaltes Buffet. Tja, Kerne will er nicht. Angeln mit Köder geht wahrscheinlich auch nicht.
Ich quatsch schon mal kurz. Hey, Cheap. Ein Kessel Gold. Meinst du, ich könnte meinen Prinzessinnenbonus ausspielen und wir könnten uns beim Gestüt einen Hippogreif ausleihen? Das dürfte deutlich weniger als einen Kessel voll Gold kosten. Du hast recht. Sie würden es überall herum erzählen. Nicht ideal. Ja, das kennen wir schon, aber es gibt momentan keinen einzigen Hinweis bis auf den Kessel Gold. Bin gleich wieder. Also müssen wir versuchen, wo liegt ein Kessel Gold meistens am Ende eines Regenbogens? Die Frage ist nur, wo kriegen wir einen Regenbogen her? Hier ist Sonne, wo wir stehen. Ah, Sonne ist da, wo kein Schatten ist. Ist ja, naja, so logisch, also zumindest Licht ist da, wo kein Schatten ist. In diesem Fall hier, die Sonne scheint hier überall hin. Wo kein Schatten ist, können wir... Ja, eben haben wir ja schon irgendwie alles angeboten, was wir haben. Können wir das Wasser... Ne, das haben wir auch schon probiert, ne? Das hier irgendwie durch den Trichter zu lenken oder sonst irgendwas. Können wir die Karaffe wieder auffüllen und dann vielleicht irgendwo so einen künstlichen Regenbogen erstellen? Von irgendwo? Okay, das... Ach, die glückliche Weide. Warte mal. Ganz kurz... Das ist eine Trauerweide. Allerdings geht es ihr hier so gut, dass sie alles andere als traurig aussieht. Ja, das war nicht der entscheidende Hinweis, warte. Die Weide reckt vor lauter Fröhlichkeit ihre Äste in den Himmel. Ein Teil des Wasserfalls liegt wegen ihr schon im Schatten. Wenn sie weiter wächst, wird sie irgendwann den halben Garten beschatten. Okay, die Sonne scheint hier. Wir haben hier Sonne und wir haben hier eine glückliche Weide, die mit den Ästen nach oben geht. Sieht so lustig aus, wenn man sich da drauf, wenn man sich das wirklich mal anguckt. Wir haben hier einen Wasserfall und die Weide, ich will immer Trauerweide sagen, blockiert die Sonne vom Wasserfall. Wir können jetzt eigentlich auch ganz kurz einen künstlichen Wasserfall machen und dann innerhalb von einer Nanosekunde sehen, wo der Regenbogen hingeht. Insofern haben wir nicht irgendwas, können wir die Trauerweide erschrecken? Nee, ne? Können wir der vielleicht aus dem Buch vorlesen? Liest der Glücksweide etwas vor? Naja, dann. Vielleicht möchte der Baum gerne eine Geschichte aus dem Buch hören. Aber ja. Aber bitteschön. Man kann einen Baum mit Hilfe einer Axt und Keilen problemlos fällen. Meiner Erfahrung nach geht jedoch nichts über eine scharfe Säge, die von zwei Mann geführt wird. Ritschratsch beißen sich die Zähne der Säge ins Holz und schon nach Minuten stürzt selbst der größte Baum zu Boden. Anschließend werden kleinere Äste und die Rinde am Stamm mit Beilen entfernt. Zersägt in mehrere Stücke, ist der Baum für den Abtransport bereit. Oh, das tut mir leid. Oh. Wird schon wieder. Oh, der arme Baum. Ich habe noch nie eine glückliche Trauer... Ah. Ah. Ha, ha, ha. Sieh mal an, da vom Wasserfall. Steigt es auf? Obwohl ich eher gedacht hätte, es würde huch, von hier vorne so aufsteigen. Aber naja gut, ist ja egal. Wo die Sonne hinfällt, das ist ja Wurst. Betrachte die Trauerweide. Oh, die Arme. Zu meiner Verteidigung kann ich sagen, so sollte eine Trauerweide eigentlich aussehen. Ja, aber glücklich ist doch viel schöner. Und hier haben wir jetzt was? Betrachte den Wasserfall, das kennen wir ja. Dann können wir jetzt darüber gehen. Eine Schaufel haben wir ja, ne? Ja. Regenbogen! Regenbogen! Ein Regenbogen. Hey, ein Regenbogen hat sich gebildet. Seit die Weide aus unerklärlichen Gründen die Äste hängen lässt, scheint die Sonne wieder direkt auf den Wasserfall und der wirft einen hübschen Regenbogen in den Garten. Und für die Forest-Leute, Regenbogen. So, da haben wir unseren Regenbogen und der, betrachte das Ende des Regenbogens. Es gibt ja immer die Diskussion darüber, ob ein Regenbogen tatsächlich ein Ende hat überhaupt. Ob ein Regenbogen überhaupt irgendwo auf der Erde ankommt. Und dann fehlt eigentlich noch der schottische Kobold. Nate meinte mal, Regenbögen würden nie die Erde berühren. Wilbur mochte das nicht glauben. Hier sehen wir, wer recht hatte. Tja, im Grunde genommen berührt er tatsächlich nicht die Erde. Er hört vorher auf. Er leuchtet sich vorher auf, sozusagen, aus, sozusagen. Und wir, ja gut, können wir vielleicht das Bild, ein Foto machen davon, wahrscheinlich nicht. Hier unser kleines Instagram haben wir immer dabei. Wir graben einfach mal am Ende. Grabe am Ende des Regenbogens. Mit Wonne, sage ich, mit Wonne. Ja.
Ein Kessel voll Gold und kein grimmiger Kobold, der ihn bewacht. Glück muss man haben. Yeah! Ich dachte, der Arbor sagt jetzt was. Ich dachte, der Arbor ist jetzt der... Ach, die Schaufel lassen wir stecken. Okay, ich dachte, die müssen wir zurückgeben. Lässt sie einfach stecken, natürlich. Kessel voll Gold. Ich meine natürlich angucken. Ein Kessel voll Gold wird als Bezahlung überall akzeptiert. Es ist etwas weniger als eine Menge Schotter, aber mehr als ein Haufen Kohle. Haben wir die Sachen im Inventar überhaupt angesehen? Nee, ne? Bild von Prinz Lalios. Seit Nate wortlos abgereist ist, wittert Mutter ihre Chance, mich mit einem anständigen Elfenprinzen zu verheiraten. Mhm. Ich habe bisher jeden Kandidaten erfolgreich vergrault, aber langsam verliert sie die Geduld. Naja, Mütter sind ja immer so ungeduldig. Frische Sonnenblumen gerne. Eine freundliche Spende der Natur, genommen ohne Erlaubnis. Ja, muss also eine Spende sein. Wenn es da ist, kann ich es mehr ruhig nehmen. Angeln mit Köder. Ich habe Köder und ich habe einen Blinker an der Angel. Besser geht's nicht. Also ich wüsste da schon einiges. Abgebrochener Schilfkopf. Ich kenne mich weder mit Schilf noch mit Pfeifen aus. Aber wenn mich nicht alles täuscht, nennt man diese Dinger Pfeifenputzer. Ah, und deswegen konnten wir das dem Bonsai auch anbieten, dem Arbor. Fette, fette Regenwürmer. Die Regenwürmer sind fett und munter. Die Erde im Bonsai-Topf scheint ihnen gut getan zu haben. Ich hoffe, die Erde riecht nicht noch an den Regenwürmern, weil, ja, nun, Buch über Holzbearbeitung. Ein Buch über Holzverarbeitung. Schleifen, schneiden, hämmern, all das. Ach, ist das schön. Ein trompetenförmiger Blütenkelch. Ich werde diese Blüte nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Oder wenn es lustig sein könnte. Das hast du schon bewiesen. Eine Karaffe mit Wasser vom Wasserfall. Wasser? Direkt vom Wasserfall? In einer Karaffe. Setze die Mütze ab, das will ich nicht. Können wir die angucken? Es gibt viele magische Kleidungsstücke in dieser Welt, die die Fähigkeiten ihrer Träger verbessern. Allerdings gilt die Regel, je größer der Nutzen, desto hässlicher das Kleidungsstück. Also trage ich im Real Life eine sehr imposante Rüstung. So, ich gehe mal wieder jetzt hier zurück. Ach, schön mit dem Regenbogen. Der hat noch gefehlt hier im Elfenreich. Dann gehen wir wieder zurück. Und müssen doch eigentlich... Ich will ihn mal piepen, ich weiß nicht warum. Wir geben Cheap jetzt einfach mal den Kessel voll Gold. Der wird ja bestimmt... Wir geben ihm den... Okay, wir reden vielleicht einfach nur mal mit ihm. Hallo, Cheap. Hey, Cheap. Also, folgendes. Ich habe hier einen Kessel voll Gold. Am besten wäre es, wenn du ihn zum Gestüt bringen könntest. Ich weiß auch, dass er zu schwer ist. Trotzdem, du könntest den direkten Weg nehmen, wirst an den Landesgrenzen nicht aufgehalten und wärst in wenigen Stunden wieder hier. In Seefels half mir ein Stärkungselixier gegen eine Orkkriegerin im Armdrücken zu gewinnen. Etwas in der Art bräuchten wir für dich. Ein Stärkungselixier. Na, da hört sich doch alles auf. Ich habe gedacht, jetzt haben wir das Gold. Jetzt können wir endlich loslegen und ja. Bin gleich wieder da, Cheap. Wo soll man ein Stärkungselixier herkriegen? Ich habe da nur Regenwürmer. Ein Stärkungselixier. Hier. Wasser vom. Das will er nicht. Rede mit dem Medizinbuch. Vielleicht weiß das ja irgendwas über Elixiere. Ich wünschte, es gäbe einen Anhaltspunkt, dass das Buch sich geirrt hat. Ich bin schwanger. Ich weiß nur, dass ich. Ja, jetzt heul doch nicht rum. Wir brauchen ein Elixier. Aber wo kriegen wir ein Stärkungselixier her? Da weiß doch bestimmt der Papa Rat. Ich glaube nicht, dass wir hier noch ein Buch finden in der Richtung. Ich weiß, die haben in der Bibliothek alles. Oder weiß der Arborex was? Ach, wie schön mit dem Regenbogen. So, betrachte den Regenbogen. Ob die Traumatisierung einer Weide es wert gewesen ist, müssen andere entscheiden. Aber der Regenbogen hat was. Aber das finde ich auch, meine Liebe. Rede mit Arbor. Ich wüsste... Ja, okay. Rede nicht mit Arbor. Ja, nun also, Wir haben einen Topf voll Gold und können nichts damit anfangen, weil wir immer noch hier festsitzen. Meine Fresse, langsam könnte ich auch mal wieder neue Bildschirme sehen. Ich gehe mal nach hier oben. Vater, hilf mir! Ich habe Gold. Ich will es anlegen. Ein Bausparvertrag. Du, Papa? Ja, Spätzchen. Ah ja, hier. Mal angenommen, Cheep Cheep soll etwas Schweres durch die Luft transportieren. Wie könnte ich dafür sorgen, dass er es schafft?
Du könntest mich darum bitten, ihm die entsprechenden Kräfte zu verleihen, was du hiermit getan hast, nicht wahr? Würdest du? Ich kann ihm zusätzliche Kraft schenken. Aber der Effekt wird nicht lange genug anhalten, um euch, sagen wir mal, nach Seefels zu bringen. Das muss er auch gar nicht. Es geht nur um eine kurze Strecke. Bring mir einige Sonnenblumenkerne. Ja, wo soll ich die denn hernehmen? Was genau hast du mit den Sonnenblumenkernen vor? Du wirst schon sehen. Es wird Cheep Cheep stark genug machen, auch eine sehr schwere Last eine Zeit lang tragen zu können. Ach, ich würde auch gern eine schwere Last tragen und manchmal tue ich es auch im Leben. So, übrigens. Ich habe hier ein paar Sonnenblumenkerne. Bitteschön. Gut. Halt still. Na nü? Das war's? Gib Cheep Cheep diese Körner zu essen, kurz bevor er zu seiner Reise aufbricht. Danke. Ich hätte jetzt mit einem dramatischen Soundeffekt gerechnet, aber es ist die stille Magie des Waldes. Was immer du mit den Sonnenblumenkernen angestellt hast, es sah sehr nach Magie aus. Oh nein, es war das Gegenteil von Magie. Natur. Leben. Pures Leben. Was genau meinst du damit? Lausche dem Wind in den Weiden und dem Maulwurf und der Kröte. Sie kennen die Antwort. Ja, ich entschuldige mich, das Let's Play wird kurz vor 10 Jahre pausiert. Ich lausche kurz dem Wind und den Weiden und den Kröten, damit ich die Antwort weiß. So, warte. Ich habe einiges, über das ich nachdenken muss. Auf Wiedersehen, kleine Tochter. Bis später, Vater. Ich mag den Vater, auch wenn der irgendwie fast nie eine richtige Antwort geben kann. Trotzdem immer gut. Später, wenn man mal selber Kinder hat, dann wird man immer sagen, lausche der Ehre auf dem Feld oder lausche dem Säuseln des Windes, lausche dem verheißungsvollen Fallen einer Feder, der Spottdrossel, was weiß ich. Wenn man Kinder hat, kann man ihnen alles erzählen. So, wir haben die Sonnenblumenkerne. Und da sind sie, verzaubert sind sie. Die Sonnenblumenkerne fühlen sich warm an und sie vibrieren leicht. Als wären sie randvoll mit Energie, die nur darauf wartet, hinausgelassen zu werden. Fühlt sich warm an und vibriert leicht. Muss Natur sein. Hier, bitteschön. Dann mal guten Appetit. Vater hat diese Sonnenblumenkerne verändert. Und? Spürst du etwas? Oh oh. Nun übertreib mal nicht. Schon gut, hier. Ob das gut geht? Cheep neigt ohnehin zur Selbstüberschätzung. Was ist dann erst mit Super Cheep? Woolworth ist Super Cheep. Okay, ja, dann haben wir den Vogel losgeschickt. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den Balkon. Wobei ich nicht weiß, ob das da... Ich dachte schon, die schreitet jetzt selbstständig zum Balkon. Ich weiß gar nicht, wo wir hier richtig sind überhaupt. Ich gehe aber mal verheißungsvoll hier hin, aber... Ja. Kann ich hier irgendwie... Ich kann auch hier runter, da war's. Ah. Der Cheep Express ist da. Was ist das denn? Und ich sag noch auf dem Balkon. Jetzt übertreibt er es aber. Natürlich übertreibt das. Weil der Mausfall ist mal so klein, ich sehe den mal gar nicht. So, hier. Ab nach oben. Betrachte die Kiste.